Ich habe mir die sagenumwobene Die 100 Sendung im GZ-Fernsehen angeschaut, damit ihr es nicht machen müsst. Und hier kommen die Highlights und meine Einordnung dazu. Liebe 100, ich werde Sie gleich bitten, sich hier auf unserem Spielfeld zu verteilen. Und je mehr Sie finden, ja, die AfD ist eigentlich ein Problem für die Demokratie, desto mehr hier auf der blauen Seite, auf der Skala bis 3 sich zu verteilen. Und wenn Sie denken, nein, das Gegenteil, die AfD ist eigentlich nicht so ein Problem, je nachdem hier auf der roten Seite sich zu verteilen. Und wer erstmal die Argumente dieser Sendung auf sich wirken lassen möchte und sagt, ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher und noch nicht entschieden, der kann sich natürlich hier auch erstmal in der Mitte auf die Null stellen. Wichtig ist, loggen Sie bei jeder Ihrer Entscheidung das auf den Tablets ein, die wir Ihnen damit gegeben haben, damit wir das dann auch genau korrekt nachvollziehen können. Also, ich bitte Sie, stimmen Sie jetzt ab. Und Sie zu Hause übrigens können auch dabei abstimmen. Die Internetadresse lautet dazu hallo.ard.de oder Sie scannen einfach den QR-Code, den wir Ihnen hier einblenden dafür. Da gibt es dann weitere Infos. Und wir haben eine erste Abstimmung, ein erstes Meinungsbild. Und so richtig unentschieden ist keiner hier auf der Null in der Mitte, sondern ziemlich deutlich auf beide Seiten verteilt. Aber schauen wir uns das doch mal genauer an, wie Sie dazu abgestimmt haben. Und 63%, also eine Mehrheit von Ihnen sagt, ja, die AfD ist ein Problem. 37% sagen, nein, das ist sie eigentlich eher nicht. Und dazwischen sind dann doch so ein paar Unentschiedene noch. Was ist es überhaupt für eine manipulative Fragestellung, gleich zu Beginn? Dass die AfD ein Problem ist, das ist eine negative Haltung zur AfD. Dass die AfD hingegen kein Problem ist, ist allerdings keine positive, sondern der neutrale Standpunkt. Das ist sozusagen die Nulllinie, das würden ja auch beispielsweise apolitische oder politisch gleichgültige Menschen unterschreiben. Wo bleibt da die affirmative Position? Wo ist der Platz für jene, die nicht nur sagen, dass die AfD kein Problem ist, sondern dass die AfD für dieses Land bitter nötig ist? Geht ja schon mal gut los, typisch Staatsfunk geben. Jeder von euch beiden hat die Aufgabe bekommen, 3 Argumente für eine der beiden Positionen zu sammeln. Und zwar ganz bewusst nur für eine der beiden Positionen. Und wir legen gleich los. Anna, du beginnst. Bitte sehr. Danke und einen wunderschönen guten Abend. Ist die AfD eigentlich ein Problem für unsere Demokratie? Nein. Für diese Position sollte ich Argumente sammeln. Was den Menschen im Moment in Deutschland auf den Nägeln brennt, das ergeben aktuelle Untersuchungen, ist dieses hier. Und zwar das Thema Migration und Zuwanderung. Ein Thema, was alle Parteien außer der AfD sehr lange mit sehr spitzen Fingern angefasst haben. Und jetzt sagen ebenfalls die Umfragen, wollen 77% der Befragten eine Wende in der Migrationspolitik, wollen, dass weniger Menschen zu uns kommen. Aber wer ausspricht, dass solche Terroranschläge wie zum Beispiel in Solingen auch eine Folge von ungeregelter Zuwanderung sind, der ist in den letzten Jahren immer sofort in die rechte Ecke gestellt worden. Nicht passiv in die rechte Ecke gestellt worden, sondern ganz aktiv durch euren Verein an vorderster Front. Da gibt's auch nichts mehr zu beschönigen, wenn selbst Kai Gniffke, seinerzeit Chefredakteur im ARD, das auch so zugestanden hat. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die alle irgendwie unangreifbar. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden. Das hat eine ganze Weile gebraucht. Und deshalb haben wir, immer dann noch wie so ein Stigma noch da dran gelegt, die rechtspopulistische AfD. Und haben gesagt, ja, die Leute kennen diese Partei noch nicht, die müssen es erstmal einordnen können. Das ist Ausgrenzung, sagt der Mann. Und ich frage Sie, liebe 100, ist die AfD eigentlich ein Problem für unsere Demokratie oder sowas hier? Ja, greifen wir die Frage doch gleich mal auf. Sie sind jetzt quasi des Feldes verwiesen worden. Wie hat sich das angefühlt für Sie? Komisch. Ja, ne? Ziemlich doof eigentlich. Ja, ich glaube, ähnlich geht es vielen Wählerinnen und Wählern der AfD, die sagen, Moment, meine Stimme da und die wird jetzt quasi ignoriert. Ja, das finde ich echt ein Problem. Ja. 30% darf man einfach nicht ignorieren. Die darf man nicht wegstreichen, wegdiskutieren. Die gibt's, sind da. Und mit denen muss man, wie ich vorher schon gesagt habe, im Einspieler ins Gespräch kommen. Ist jemand von Ihnen, wenn ich mal fragen darf, Anhänger vielleicht auch der AfD, dem das so im Alltag auch mal so gegangen ist?
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf mich wirkt dieses bemüht Versöhnliche maximal wie ein Versuch der Schadensbegrenzung. Der Staatsfunk ist seit Jahren in vorderster Reihe, wenn es um die Ausgrenzung von Andersdenkenden ging. Und jetzt, wo die Ausgegrenzten in manchen Ländern bis zu einem Drittel stellen, reicht man auf einmal die Hand. Was ist denn heute anders, außer die demokratische Anzahl? Warum darf man 12% schon gänzlich ignorieren, 30% aber nicht? Das ist eine Prinzipienfrage, die ihr an euer Demokratieverständnis stellen werden müsst, aber ich für meinen Teil habe nichts vergessen von dem, was hier die letzten Jahre abgegangen ist. Da muss schon mehr kommen als dieses Meme-Schauspiel. Nee, Sie schütteln den Kopf, Sie sind kein Anhänger. Aber ich bin kein Anhänger der AfD, aber ich sage auch, die Brandmauer fördert einfach nur die AfD. Man muss mit denen umgehen können. Mhm. Es ist also, ich bin mir sicher, wenn die Brandmauer, und deutet ja vieles darauf hin, noch höher gezogen wird, dann versammeln die sich irgendwann bei 50%. Und dann haben wir ein Problem. Man muss mit denen auch spielen können. Spielen, es geht ja um ernste Sache auch. Und auch entzaubern können. Mhm. Denn da ist so viel Schwachsinn in deren Programm. Und viele wissen gar nicht, was sie sich damit antun, die AfD zu wählen. Ja, genau. Das ist die Spielfeldverteilung, wie sie dem Öffentlich-Rechtlichen am besten gefällt. Linksradikale, die das Verbot und die gänzliche Verbannung der AfD fordern, auf der einen Seite. Und jene, die die AfD tolerieren, entweder aus Verzweiflung und Protest oder aber aus strategischen Gründen mit einer scharfen Coach-Kritik an den Herrschenden. Man muss mit denen umgehen können. Mhm. Es ist also, ich bin mir sicher, wenn die Brandmauer, und deutet ja vieles darauf hin, noch höher gezogen wird, dann versammeln die sich irgendwann bei 50%. Und dann haben wir ein Problem. Was dieser Mann hier nämlich verlangt, ist ein Kurswechsel im Umgang mit der AfD, allerdings aus taktischen Gründen. Weil die bisherigen Strategien für das System nur nach hinten losgegangen sind. Das ist die präsentierte Pro-AfD-Seite in diesem Format. Coach-Kritik nennt man das, und zu diesem Phänomen wird ein gesondertes Video folgen. Abonnieren nicht vergessen und dranbleiben. Ganz so weit raus sind Sie beispielsweise nicht gegangen. Warum haben Sie sich hier positioniert? Ja, weil ich denke, dass man sicherlich diskutieren sollte. Das ist okay, aber ich sehe es genau wie mein Vorredner. Es ist eigentlich nicht wählbar bei dem Programm. Und wenn ich dann solche Dinge höre, unser Volk oder Passbürger oder solche Sachen, also dann zieht sich bei mir die Krawatte zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es denn keine Völker? Gibt es das deutsche Volk etwa nicht? Gibt es in diesem Land nicht Bürger mit und Bürger ohne deutschen Pass? Was ist daran so unsagbar? Aber Sie haben sich relativ an der Mitte noch orientiert. Ja, weil ich sage, dass da sicherlich wir dabei sind, die, mit denen man diskutieren kann, die vielleicht auch das Programm von denen, ob die wirklich alles verstanden haben, das wage ich manchmal zu bezweifeln dabei. Aber letztendlich sage ich also, wählbar auf keinen Fall. Das scheint immer wieder durch, aber das war nicht die Frage. Die Frage war nicht, ob man die AfD wählen sollte oder kann, sondern ob man AfD-Wähler ignorieren darf. Vielleicht war der Mann einfach aufgeregt in der Situation, aber zumindest vom Moderator hätte ich... Lassen wir das. Dann frage ich hier noch ein letztes Mal, nickende Zustimmung, aber doch eher hier auf der Seite stehend, ja, es ist ein Problem. Ja, man muss 30% der Wähler ernst nehmen, klar. Andererseits sollte man nicht auch sofort dann eben dem ja klein beigeben. Das ist also die Opposition. Zur Erinnerung, sie hält es für ein Problem, dass die AfD ignoriert wird, aber kann sich dennoch nicht den Hinweis verkneifen, dass man dem Beteiligungsbegehren der AfD nicht klein beigeben sollte. Kein einziger kommt hier zu Wort, der das für höchst undemokratisch hält. Auch das passt ins Muster der Öffentlich-Rechtlichen. Und damit würde ich sagen, ist es Zeit, dass jetzt Tobias für die andere Seite die erste Runde bestreitet. Bitteschön. Vielen Dank, Ingo, und schönen guten Abend, liebe 100. Ich habe mich damit beschäftigt, welche Argumente dafür sprechen, dass die AfD eine Gefahr für unsere Demokratie ist. Und mein erstes Argument lautet, die AfD ist rassistisch, sie wertet Menschen ab und sie grenzt Menschen aus. Und das hört sich dann zum Beispiel so an. Unser vorhandener Wohnraum ist zuerst für Einheimische da. Die jungen Männer gehören zurück in ihre Heimat. Ende der Durchsage. Wir müssen den Austausch unserer Bevölkerung beenden. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Höchstens die Begriffswahl entsorgen wäre problematisch. Aber nur, wenn es auch auf der anderen Seite bemängelt würde. Sigmar Gabriel hat es in Bezug auf die Merkel-Regierung gefordert und auch dieser linken Politiker in Bezug auf Pegida-Demonstranten. Das habe ich komischerweise im ARD noch nie als Beispiel für ausgrenzende Sprache gesehen. Was nur ums Weitere eure Doppelmoral darlegt, aber unterm Strich, wie gesagt, nichts Neues.
Ja, ich glaube, es ist schwer dagegen zu argumentieren, dass in diesen paar Sätzen schon eine ganze Menge Abwertung, Ablehnung, auch Hass drinsteckt. Alle anderen Aussagen waren vollkommen harmlos. Unser vorhandener Wohnraum ist zuerst für Einheimische da. Ja, genau, diese Regierung ist gewählt von Deutschen für Deutsche. Deutsche sollten in ihrem eigenen Land Vorrang haben, nicht nur auf dem Wohnungsmarkt, auch auf dem Arbeitsmarkt und auch im Sozialwesen. Wenn nicht genug für die eigenen da ist, dann sollte man sich nicht noch weitere Gäste aufladen. Das ist so simpel wie auch korrekt zugleich. Kein Skandal. Die jungen Männer gehören zurück in ihre Heimat. Ende der Durchsage. Ja, da würde mich auch der Kontext interessieren, aber ich bezweifle, dass Höcke hier von allen jungen Männern in Deutschland sprach. Abgesehen davon haben wir hier Hunderttausende vorrangig junge Männer, die ausreisepflichtig sind und natürlich zurück in ihre Heimat gehören. Auch das ist nachvollziehbar. Wir müssen den Austausch unserer Bevölkerung beenden. Ja, hundertprozentig. Deutschland ist das Land des deutschen Volks. Und was hier stattfindet, ist ein sukzessiver Bevölkerungsaustausch. Die einen werden demografisch verdrängt oder zur Auswanderung bewegt, die anderen werden in die Sozialsysteme eingeladen und können sich hier ungestört vermehren. Es geht einerseits darum, sind wir ein Land, was für Migrantinnen und Migranten offen ist, was Leute anzieht, die wir übrigens dringend brauchen, nicht nur die Fachkräfte, sondern weil wir auch Menschen hier brauchen, die in unseren Sozialsystemen zu Hause sind und sich auch zu Hause fühlen. Dass das einem schrittweisen Austausch gleichkommt, das kann auch ganz nüchtern der Taschenrechner extrapoliert über die nächsten 50 Jahre vorhersagen. Was ist daran Hass oder gar rassistisch? Ich verstehe es nicht und ich müsste eurer Meinung nach als Betroffener doch heulend aufschreien. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Seht ihr das etwa anders? Muss man nicht zum Beispiel der deutschen Sprache mächtig sein, um Deutscher zu sein? IslamLM. Hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft, aber dieser Triebtäter mit Migrationshintergrund brauchte einen Dolmetscher vor Gericht. Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben. Was ist an dieser Aussage so skandalös, geschweige denn hasserfüllt oder rassistisch? Solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt. Dann wird ausgemistet. Ja, das ist eine Redewendung dafür, dass man hier wieder klare Verhältnisse schaffen wird. Es gibt hier auch eine Menge aufzuräumen und wieder aufzuarbeiten, alleine von dem, was die Politik die letzten Jahre in diesem Land angerichtet hat. Und das ist das Beste, was ihr finden konntet, aus über 10 Jahren seit dem Bestehen der AfD. Ja, ich glaube, es ist schwer dagegen zu argumentieren, dass in diesen paar Sätzen schon eine ganze Menge Abwertung, Ablehnung, auch Hass drinsteckt. Nein, es ist ziemlich einfach und ich habe es gerade gemacht. Im Gegenteil, es braucht eine Menge Fantasie und eine ordentliche Portion bewusster Missinterpretation, um darin Hass zu lesen. Und wenn es einen Terroranschlag gibt, wie zuletzt in Solingen, dann ist für die AfD nicht ein Islamist schuld, sondern dann werden alle Musliminnen und Muslime unter Generalverdacht gestellt. Das könnte man ja auch genauso umgekehrt spinnen. Aufgrund der Einzeltat eines Rechten, der dem rechten Spektrum zugerechnet wird, werden alle rechts der Mitte in Mithaftung genommen. Hanau, Halle und Lübcke haben auch immer zu medial projizierten Bezügen zur AfD geführt. Und hier gibt es sogar noch einen Symmetriebrecher. Im Gegensatz zu rechten Akteuren haben Islamisten ein religiöses Fundament mit allen anderen Muslimen gemein. Ob Islamist oder moderater Moslem, alle unterschreiben dieses Buch vollumfänglich und auch die Fahne des IS zeigt einfach nur das Glaubensgelübde des Islam, das ebenfalls alle Muslime weltweit unterschreiben. Das sollte doch an diesem Punkt selbst ihr nachvollziehen können. Ich habe aber noch was anderes gefunden. In Brandenburg, da ist nächsten Sonntag Wahlkampf, da hat die Junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, ein Handyspiel entwickelt. Das sieht so aus. Und da finden sich einfach verschiedene Symbole, Dinge, die die AfD ablehnt. Da haben wir Regenbogenflagge, das steht wahrscheinlich für queere Menschen. Das da soll ein Lastenfahrrad sein, steht also für Ökologie, ökologische Menschen. Sie sehen da auch schwarze Menschen. Und das Ziel des Spiels ist es, mindestens 3 von diesen Symbolen in eine Reihe zu kriegen. Dann verschwinden die und man sammelt Punkte. Und dazu gibt es dann noch einen passenden Belohnungssound. Das ist genial. Was ist denn? Was hat denn daran jetzt? Was hat keine Ahnung. War da nicht? Manchmal glaube ich wirklich, dass diese Leute in einem Paralleluniversum leben, wo die politischen Ereignisse anders erscheinen. Was war darin jetzt bitteschön problematisch? Es ist ein lustiges Spiel. Selbst wenn ich ein geduldeter, illegaler Flüchtling wäre, könnte ich dem wahrscheinlich an Grenzen abgewinnen. Ich rede von dem Geheimtreffen Ende letzten Jahres in Potsdam. Sie haben das sicherlich alle mitbekommen, wo Rechtsextreme und auch Vertreter der AfD sich getroffen haben und über Remigration gesprochen haben.
Und es gab daraufhin Protest in ganz Deutschland. Der AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer hat das hier getwittert. Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Jo. Hören Sie sich mal kurz an, was Björn Höcke letzten Winter auf dem Dresdner Schlossplatz gesagt hat. In dem Ausschnitt, den ich Ihnen gleich zeige, da redet er über das deutsche Volk und wer dazugehört. Schaut euch ins Gesicht. Sprecht miteinander. Hört euch zu. Nehmt euch wahr. Begegnet euch und glaubt mir, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir uns erkennen. Dann werden wir uns finden. Dann sind wir das, was wir immer waren. Treu und deutsch und eine Gemeinschaft, die die Zukunft erkämpfen wird. Was ich jetzt mit Ihnen vorhabe, ist sehr unangenehm. Aber ich würde Sie bitten, Björn Höcke mal ganz kurz beim Wort zu nehmen. Schauen Sie sich bitte wirklich mal um untereinander. Sehen Sie sich jetzt mal, ich meine das ernst, sehen Sie sich mal bitte ins Gesicht. Machen Sie das mal. Hat er gesagt, schauen Sie sich ins Gesicht. Und dann gucken Sie mal, ob Sie gerade erkennen untereinander, wer dazugehört und wer nicht. Wer treu und deutsch ist und wer nicht. Das ist kein Rassismus, sondern einfach identitär und politisch. Wenn ich das richtig interpretieren soll, dann ging es Höcke nicht nur um die gleiche Gesinnung auf einer rechten Demo, sondern auch um das Deutschsein selbst. Ja, es gibt einen deutschen Phänotyp. Das hat eine gewisse Varianz, aber wenn ich raten müsste, so sieht kein Deutscher aus und so sieht kein Türke aus. Was bitteschön ist daran rassistisch? Und wer für deutsche Interessen einsteht und wer nicht, das sollte auf einer Pegida-Demonstration wohl recht schnell feststehen. Das hier sind übrigens die Gegendemonstranten. So, und das ist nicht nur optisch eindeutig, sondern auch in den Zahlen. 96% von Ihnen haben gesagt, ja, das ist wirklich ein Problem. Und drei, bei denen fange ich gleich mal an hier, haben sich aber hier auf diese Seite gestellt. Darf ich mal fragen, wenn Sie solche Aussagen hören wie, wir müssen solche Menschen selbstverständlich entsorgen, ist das nicht problematisch aus Ihrer Sicht? Darf ich nehmen, oder? Nee, ich alles klar. Also solche Aussagen natürlich nicht, und das finde ich ist auch ein... Also sollte auch geahndet werden natürlich, also solche Rhetorik ist vollkommen daneben. Aber meiner Meinung nach findet man solche Rhetorik bei jeder Partei. Und das ist zum Beispiel, wenn bei einem Parteitag ein Rieksinger sagt, auf die Frage hin, was da mit den Reichen passiert und aus dem Publikum geschrien kommt, erschießen und er sagt, nein, wir erschießen die nicht, wir werden denen dann auch die sinnvolle Arbeit zukommen lassen. Oder ein Sebastian Striegel von den Grünen, der dann sagt, man bräuchte Einwanderung bis zum Volkstod. Also sowas sind halt genau solche Entgleisungen. Und also ich glaube, die findet man überall und ist halt, worauf man den Fokus legt. Das war gut on point und das ist es, was wir brauchen. Ein klarer und gerechter Geist und dazu noch ein gutes Gedächtnis, der kam nicht unvorbereitet und für seine 23 war das durchaus beeindruckend. Okay, das ist Ihre Position. Darf ich Sie mal fragen, wenn Landesverbände der AfD als gesichert rechtsextremistisch gelten, das spielt bei Ihnen keine Rolle? Für mich sind die nicht gesichert rechtsextremistisch. Ich meine, wenn ich jemanden, wie war eben das Wort, entsorge, das geht natürlich nicht, ja. Und ich meine, ich habe in den 70er Jahren schon gesagt, als die Gastarbeiter hier kamen, jeder Mensch soll da wohnen, leben, arbeiten, wo er möchte. Und mir ist es auch völlig egal, ob jemand schwarz, braun, gelb oder grün kariert ist. Ich bin nicht rassistisch und mir ist es auch egal, ob jemand Muslim ist oder Christ. Dass ich Flüchtlingen oder in Not stehenden Menschen helfen muss, ist keine Frage der Religion, das ist selbstverständlich. Und trotzdem stellen Sie sich hier auf die Gegenseite. Wogegen ich mich wehre, dass wir überrannt werden von Ausländern, die hier nicht hingehören, die Sozialschmarotzer sind, die nicht arbeiten, die nicht Deutsch lernen. Meine Frau war Lehrerin, die hat in der Schule zu hören bekommen, ich muss kein Deutsch lernen. Denn Deutschland gehört uns bald. Dagegen wehre ich mich. War okay. Ein bisschen zu viel Zugeständnis am Anfang, wobei man das mit der Einstufung als rechtsextrem gut kontern kann, mit dem Hinweis auf die linksradikale Besetzung der Verfassungsschutzorgane. Aber im Großen und Ganzen war das ganz gut. Warum sind Sie bis hier rausgegangen? Wir haben das große Gut der Demokratie, eines der größten Güter, die wir haben. Und ich finde, die AfD an sich, die Partei, die ist nicht das Problem. Das Problem sind die Leute, die sie wählen. Wir müssen auf die Leute zugehen
die die AfD wählen und müssen versuchen, die zurückzuholen. Die können ja Protest wählen. Ich bin auch nicht zufrieden, was die Bundesregierung gerade macht. Aber dann wählt doch die Tierschutzpartei oder die Grauen Panther. Die tun keinem was. Was soll das denn bitte schon bringen? Und das sage ich als veganer Tierrechtler. Wenn du das Interesse hast, dass die Grenzen gegenüber illegaler und unkontrollierter Migration geschlossen werden, warum solltest du dann eine Tierschutzpartei wählen? Oder die Grauen Panther oder was auch immer er damit meint. Aber dann wählt doch die Tierschutzpartei oder die Grauen Panther. Die tun keinem was. Ja, genau, das ist ja mein Punkt. Die tun halt nix, zumal die im Promillebereich des Promillebereichs rumdümpeln und in der Irrelevanz dahin vegetieren. Es ist und bleibt eine verschwendete Stimme, zumindest so lange, bis sie keine realistischen Aussichten auf die 5%-Hürde haben. Darf ich Sie fragen? Sie nicken zustimmend. Ja, ich bin einfach entsetzt darüber, was ich gerade gehört habe. Diese Beiträge, jeder Beitrag war einfach nur ganz schrecklich. Und Menschen zu entsorgen, diese Aussage, geht gar nicht. Ja, aber wie gesagt, das wird nur bei AfDlern bemängelt. Bei Gabriel, Kaas oder Smolka hat es komischerweise keine Minute im Regierungs-TV eingenommen. Warum nicht? Da hätte man doch genauso eine Compilation zusammenstellen können, oder? Ich finde das, wie gesagt, ein interessantes Muster. Zunächst an dieser Stelle aber noch ein sehr wichtiger Hinweis. Wer von Anna oder Tobi hier für welche Position argumentiert und recherchiert hat, das liegt nicht an der persönlichen politischen Haltung der beiden, sondern, und das gehört ausdrücklich zum Prinzip von Die 100, wir haben das vorher ausgelost, welche Argumente, wer für welche Seite welche sammelt und dann hier präsentiert. Ach so, ich dachte, die Dame wäre wirklich eine rechtsradikale Hetzerin. Das wäre ja auch äußerst repräsentativ für die öffentlich-rechtliche Belegschaft und von daher alles andere als überraschend. Und so hat das vor ein paar Wochen ausgesehen. Liebe Anna, lieber Tobi, das sind die beiden Umschläge mit den Positionen. Ihr seht, da ist auch nichts drauf und jetzt will ich wissen, Tobi, fang du an. Welchen Umschlag wählst du? Ich nehme den in deiner rechten Hand. In meiner rechten, also diesen hier. Richtig. Okay. Dann schauen wir mal. Ich bin so mal gespannt. Ja, das Gefühl, ich werde jedes Mal noch gespannter. Also, ist wie bei einer Oscar-Verleihung, ne? Ja. So, mindestens in diesem Umschlag, Tobi, hast du gewählt, ja, die AfD ist ein Problem. Spart euch bitte dieses Rechtfertigungsschauspiel. Wir glauben es euch auch so, dass keiner von euch gerne die AfD verteidigt. Wobei, wart mal, wahrscheinlich mussten die das machen, weil die Dame sonst Gefahr läuft, von irgendwelchen Antifa-Trotteln aufs Maul zu bekommen. Das war sozusagen ein Schutzmechanismus vor den eigenen Hütehunden. Und beim anderen Anti-AfD-Moderator erübrigt sich jegliche Einordnung, denn dieser scheint auch privat was gegen die AfD zu haben, wie diese Postings auf seinen Seiten belegen. Und wenn wir mal auf die Nachbarländer gucken, hier haben wir sie. In vielen unserer Nachbarländer, in Österreich, in Italien, Niederlanden, Polen, da hat es rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien gegeben. Die haben versucht, an so einem Fundament da hinten zu rütteln. Und die Demokratien, die stehen immer noch. Oder die Parteien sind wie in Polen zum Beispiel wieder rausgewählt worden. Ungarn hat komischerweise in dieser Aufzählung gefehlt. Aber das lassen wir jetzt mal an der Stelle durchgehen. So haben sie eingeloggt. Das ist ziemlich ausgewogen. 49% haben gesagt, na, ich glaube, das ist eher riskant. Das hält unsere Gesellschaft, unsere Demokratie nicht aus. Und 49 sind auf der Seite, ja, doch, wir sind stabil genug. Wieder gibt es nur eine Gegen- und eine Neutralposition. Wo ist die Position für Deutschland braucht die AfD? Bislang habe ich so etwas nämlich nur auf TikTok und Telegram gefunden. Quasi auf der 3 in diese Richtung sind welche, die sagen, okay, also das ist mir zu unsicher oder warum? Es ist mir absolut zu unsicher, denn ich glaube, durch die ganzen Medien, TikTok, Instagram und dergleichen, geht politische Bildung auch bei den jungen Menschen verloren. Eine Frage an der Stelle, waren auch ehemalige AfD-Abgeordnete zu der Runde eingeladen? Nein? Warum nicht? Ich komme für das zweite Argument, das ich recherchiert habe, mal in Ihre Mitte. Ich habe nämlich was mitgebracht. Und zwar ist das dieser Koffer hier. Der Koffer steht für mein zweites Argument. Und das lautet, die AfD ist ein Problem, weil sie macht Menschen Angst. Meine Mama, mein Papa und meine Oma, Gott hab sie selig, haben die Shoah, den Holocaust, überlebt. Bitte nicht schon wieder diese Nummer. Friedmann ist sich auch wirklich zu keiner Blöße zu schade. Aber hören wir mal rein. Aber all das sind Menschen. Und wenn Menschen Angst haben, egal was davor steht, dann kann ich uns nur sagen, wir sollten alle Angst haben. Es wird beliebig, wen sie hassen.
Okay. Ich bin froh, dass ich den Koffer habe. Er erinnert mich, dass ich gehen sollte. Vorzeitig, wenn es nötig ist. Nötig wäre es aber nur, wenn die AfD weiter ihre Gewalt und ihr Gift in die Gesellschaft hineinstreut. Jeder in diesem Land hat ein Recht auf Respekt und Anerkennung. Und wenn sie angegriffen werden, müssen wir reagieren. Also, ich bin kein Freund von Friedmann, aber ganz nüchtern muss man festhalten, dass man als Jude in westlichen Großstädten in Deutschland oder in Berlin schon lange nicht mehr sicher ist. Das liegt aber bestimmt nicht an der AfD, sondern im Gegenteil, es liegt an jenen, denen die AfD den Kampf angesagt hat. Religiös motivierte Antisemiten, die wir uns seit 2015 zu Millionen importiert und aus einer falsch verstandenen Toleranz seit Jahrzehnten selbst herangezüchtet haben. Ihn wird es wahrscheinlich nicht mehr überzeugen, Friedmann ist für nüchterne Argumente in dieser Debatte nicht mehr zugänglich, zumindest nicht mehr in diesem Jahrhundert. Dafür liebt er seine Opferrolle zu sehr. Aber den neutralen, nüchternen Beobachter stellt sich die Situation ziemlich eindeutig dar. Und das finde ich schade, dass man an manchen Stellen in Deutschland von vor allem manchen Personen und Politikern dahingehend ausgegrenzt wird. Und das finde ich, sollte ich definitiv nicht sein. Darf ich mal hier fragen? Hier an dieser Stelle wurde safe etwas rausgeschnitten und das nicht kenntlich gemacht. Und insofern er aus der AfD-kritischen Gruppe sprach, würde mich dringend interessieren, was hier der ARD dem GZ-Zahler vorenthalten will. Gehen wir mal nochmal hier auf die ganz andere Seite. Dieses Argument scheint Sie gar nicht überzeugt zu haben. Sie stehen fast außerhalb unseres Feldes hier. Ja. Warum nicht? Das sind da schon starke Aussagen. Ja, weil ich meine, man muss keine Angst haben vor der AfD. Wir haben ja gerade gesehen, die Demokratie ist stark. Mhm. Ich bin Demokrat und ich denke, man sollte kämpfen für die Demokratie und nicht flüchten. Sie haben also die Überzeugung, dass die wehrhafte Demokratie tatsächlich wehrhaft genug ist und dass deswegen man sich da keine Sorgen machen müsste. Ja. Auch hier schwingt das Framing mit, dass die AfD aushaltbar ist. Eine Demokratie muss es aushalten und so schlimm ist sie nicht. Das ist die präsentierte Gegenmeinung. Das ist der äußerste Rand der Gegenseite. Na dann, Prost mal's. Ja, und ich denke, das Problem ist nicht die AfD, sondern das Problem sind Wähler, die aus Protest wählen und die schlecht informiert sind. Aber wir haben gerade gesehen bei den letzten Wahlen, dass es nicht nur eine reine Protestwahl ist, sondern da auch immer mehr Kompetenzwerte auch der AfD zugesprochen werden. Und wenn Menschen tatsächlich Angst haben, da kann man ja nicht sagen, ja, stell dich nicht so an. Ja, ist richtig. Ich kann nur für mich sprechen, nicht für die Menschen an sich. Aber ich bin der Meinung, man sollte kämpfen. Und man sollte politische Arbeit tatsächlich leisten. Wir haben noch ein Jahr Zeit und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass die AfD nicht an die Regierung kommt. Et voilà, habe ich nicht gesagt. Dann sagen, naja, wenn die Argumentation ist, wir müssen wieder lernen, abweichende Meinungen auszuhalten. Sie haben sich aber hier überhaupt nicht überzeugen lassen von dieser Position. Das heißt, Sie sagen, es muss aber gewisse Tabus geben und manche Dinge darf man einfach nicht sagen in unserer Demokratie. Auf jeden Fall. Es gab bis vor wenigen Jahren einen Konsens über gewisse Dinge, die man einfach nicht gesagt hat. Ansonsten bin ich der Meinung, wir haben eine absolute Meinungsfreiheit. Aber ich habe das Gefühl, viele Menschen verwechseln meine Meinungsfreiheit mit Widerspruchsfreiheit. Und ich muss halt aushalten, wenn ich irgendwas sage, dass mir vielleicht auch jemand widerspricht. Ja, Widerspruchsfreiheit ist das eine, aber es gibt ja auch in Deutschland tatsächlich verbotene Meinungen. Ich spreche explizit vom Leugnungsparagrafen 130 StGB. Ursula Haferbeck verbüßt deswegen derzeit eine einjährige Strafe. Hier wird die Meinungsfreiheit tatsächlich eingeschränkt und das zum Leidwesen einer 95-jährigen Frau. Man sollte natürlich auch den Holocaust leugnen und auch Geschichtsbücher in Frage stellen dürfen. Das sollte unter erwachsenen Menschen nicht einmal eine Diskussion sein. Deutschland muss dringend lernen, dissidente Meinungen auszuhalten. Und ob und wann man von Aushalten sprechen kann, das hängt auch maßgeblich davon ab, wie schwer es einem fällt. Es gebietet sich besonders dort, wo es am schwersten fällt, sonst kann von Aushalten nicht die Rede sein. Meinungsfreiheit ist dann keine Sache und Toleranz nichts wert. Und die erste Frage lautet, wer ist denn schuld am Klimawandel? Sie müssen sich noch nicht dazu verhalten, ich frage es gleich nochmal ab. Antwortmöglichkeit A, der Mensch, oder B, die Sonne, oder C, der Mond. Es gäbe hier noch ein paar andere Theorien, als die Antwortmöglichkeiten insinuieren, aber dieses Fass möchte ich an der Stelle nicht aufmachen. Der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Die AfD greift mit sowas halt unser Verständnis von Wahrheit und von Wissenschaft an. Und wenn es irgendwann nur noch Meinungen gibt und keine Fakten mehr, dann kann man nicht mehr vernünftig miteinander sprechen und diskutieren.
Ja, oder wenn über diese Fakten nicht mehr ergebnisorientiert gestritten werden darf, auch dann kann von Diskussionskultur keine Rede sein. Wann habt ihr denn zuletzt als öffentlich-rechtlich finanzierter Sender eine wissenschaftliche Debatte zwischen einem Vertreter und einem Gegner oder doch zumindest einem Skeptiker der allgemein herrschenden These des menschengemachten Klimawandels organisiert? Und das wäre doch eure Aufgabe, oder nicht? Das alleine ist für mich Hinweis genug, dass ihr euch in dieser Frage mit Macht und Gewalt statt mit Recht und Argument durchsetzen wollt. Und damit bin ich am Ende dieses Arguments, wenn 1 plus 1 nicht mehr für alle Menschen 2 ergibt, wenn also Fakten nicht mehr das ist, das wir als Basis unserer politischen Auseinandersetzung nutzen, dann funktioniert unsere Gesellschaft nicht mehr so, dann ist das gefährlich für die Demokratie. 1 plus 1 ist 2, bezieht sich das auch auf die Geschlechterfrage? Oder wie sehr sind Fakten in dieser Auseinandersetzung relevant? Da ist es dann auf einmal Biologismus und die Linke streitet noch um den richtigen Umgang mit dieser Frage. Für mein Dafürhalten ist die AfD weitaus realitätsnäher und unideologischer als der herrschende Apparat inklusive dem Öffentlich-Rechtlichen. Alleine wenn man sich solche Postings mal anschaut, die der werte zwangsbeglückte GEZ-Zahler mitfinanzieren darf. Wenn immer wieder solche Spitzen gesetzt werden, das zermürbt dann auf Dauer den Diskurs? Absolut. Solche Meinungen kommen ja ständig von der Seite der AfD. Und auf die Dauer ist es einfach unerträglich, das auszuhalten. Und die Argumente, die man hier hört zum Thema Klimawandel und allgemein, das ist einfach zu antidemokratisch. Und ich habe große Bedenken, dass diese Welle weiter auf Deutschland überschwappt. Es verhält sich genau gegensätzlich. Meinungsfreiheit wird an den Rändern verteidigt. Wenn wir uns in diesem Land nur noch darüber streiten dürfen, ob McDonald's oder Burger King die bessere Wahl ist, dann ist es eine tote Demokratie. Da, wo es weh tut, da ist der Wachstum und dort ist auch das Leben. Der durchschnittliche Böhmermann-Zuschauer wird es nicht verstehen, aber so einfach darf man es sich nun einmal nicht machen. Wo standen Sie zu Beginn der Sendung? Ich stand auch hier. Dann haben Sie die Position ja gar nicht so verändert. Nein, aber ich habe meine Meinung ein wenig geändert. Ja. Nämlich? Ja, ich meine, ich weiß, dass die AfD extrem ist, aber ich wähle sie trotzdem und das ist Protestwahl. Ich höre auch immer nur, die fremden Menschen haben Angst. Ja. Es fragt kein Mensch, was wir Einheimischen für Angst haben. Also ich traue mich bei mir, zu Hause kommen, auf die Straße. Na, da fragt niemand danach. Es geht nur immer um Migration. Haben Sie da mal was erlebt auch oder ist das eher auch eine gefühlte Art? Ja genau, Oma. Komm wieder, wenn du abgestochen wurdest. Vielleicht überzeugt das dann den Zamperoni. Erst wenn man selbst Opfer wurde, ist es ein Grund, gegen die Zustände vorzugehen. Bis dahin ist es lediglich gefühlte Angst. Das Framing konnte sich der Moderator einfach nicht verkneifen. Darf ich Sie auch nochmal fragen? Sie standen vorhin auch woanders. Vorne auf der 3. Vorne auf der 3, ja. Auf der Seite, nein, sie ist kein Problem, die AfD, und jetzt stehen Sie hier auf der 3, ja, auf die komplett gegenteilige Meinung. Was hat Sie am meisten überzeugt? Es ist ganz einfach leicht zu erklären, die AfD ist ein Wolf im Schafspelz, man weiß nicht, was er vorhat. Erstens gab es hier offensichtlich wieder einen nicht kenntlich gemachten Schnitt und zweitens hätte mich dann im Einzelnen interessiert, was denn genau diesen Mann überzeugt hat, wenn das Ganze nicht eine Maskerade ist, aber dazu kommen wir später noch einmal. Was genau hat ihn denn zum Umdenken bewegt, diese Zusammenstellung von AfD-Zitaten? Dann würde es bedeuten, dass die Propaganda sehr wohl wirkt, denn wie gesagt, gar nichts daran war skandalös, was man nicht mindestens in genauso scharfer Ausführung auch in anderen Parteien finden würde. Das wäre aber nur ein weiteres Argument für die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Propagandaapparats? Oder war es die Masse, mit der er mitgegangen ist? In dem Fall würde es für einen schwachen Charakter sprechen. Aber das hatten Sie vorhin nicht, diese Meinung, diese Position. Richtig. Durch die Sendung war mir alles nachverfolgt und dann kommt man da auf andere Gedanken. Stark für die eigene Meinung argumentiert. Durch die Sendung und dadurch, dass man das nachverfolgt, kommt man auf andere Gedanken. Aha. Der Mann ist Bürokaufmann, wird ja auch genauso beschrieben. Der Mann ist aber auch Komparse, hätte man das der Transparenz halber nicht auch angeben können? Ich war bei First Dates bekannt, dass ich Kleindarsteller bin, dass ich Komparse bin. War überall, es ist überall bekannt. Also wieso will man jetzt hier versuchen, einen Strick draus zu drehen? Ich wurde nicht als Schauspieler genommen, sondern als Privatmann. Ich wurde als Privatmann genommen. Du wurdest aber auch nicht als Bürokaufmann gebucht. Das haben die allerdings nicht vergessen zu erwähnen. Die Nebentätigkeit als Kleindarsteller hat man bei der Vorstellung allerdings unterschlagen. Dass es einen unseriösen Eindruck macht, das wäre ja wohl zu erwarten gewesen. Und die Schuld trifft meiner Meinung nach auch nicht die Teilnehmer, sondern primär die Redaktion und die Veranstalter dieser Sendung. Die müssen fair selektieren und transparent darstellen, was ist. Denn dabei blieb es ja nicht. Nicht nur, dass Schleiermacher bei weitem nicht der einzige Schauspieler in der Runde war, wohlgemerkt
nicht nur auf der Anti-AfD-Seite, sondern es waren auch überproportional häufig Mitglieder der Altparteien zugegen. Wohlgemerkt, allesamt Akteure einschlägig linker Fraktionen. Der einzig bekennende Rechte in der Runde wurde hingegen ganz genau unter die Lupe genommen und im Vorfeld regelrecht verhört. Das war schon an dem Tag aus einer Frau einen Mann und ich bin jetzt zum Mann gegangen und dann kam die Frau und hat aber gesagt so, nein, komm mal zu mir. Und ich so, okay. Und dann hat sie nur gesagt, ja. Hatte da ihren Laptop und gleichzeitig ihr Handy da und hat da irgendwas rumgetippt. So, ja, wir würden gerne noch einmal wissen, wo du genau herkommst. Denn du bist ja schon ziemlich, ziemlich rechts. Und wir würden gerne wissen, wo das herkommt, weil du ja auch noch so jung bist. Und alles an diesem Satz oder an dieser Fragestellung stört mich oder hat mich verwundert, weil erstens sollten ihr meine Daten haben, zweitens, warum wollt ihr meinen Wohnort wissen in Verbindung mit, dass ich ja ziemlich, ziemlich rechts bin? Da habe ich gedacht, okay, wer wird jetzt die lokale Antifa alarmiert, dass ich, wo ich wohne? Und ich habe auch nur so Spaß gefragt, so ja, komme ich jetzt auf irgendeine Liste oder was? Und da hat sie nur gesagt, so, ja, mal schauen. Und aber als Witz hat sie es gesagt, oder ernst gemeint? Ich habe gesagt, komm jetzt auf irgendeine Liste. Sie so, relativ neutral, so, mal schauen. Ich so, aha, okay. Alles zusammengenommen sind dann Zufälle, wo bei mir die wohlwollende Interpretation dann doch ihr Ende findet. Deswegen haben sie sich dann hierher gestellt. Richtig. Ja. Nicht alle hat das so überzeugt wie Sie, aber doch so einige sind auf diese Seite gekommen. Ja, ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt erstmal so stehen, denn das war sie, die erste Ausgabe von Die 100, was Deutschland bewegt, im ersten. Insgesamt war das typisch für Staatsfunkpropaganda und wir können folgende immer wiederkehrende Muster festhalten. Manipulation durch Framing. Die Fragestellungen als auch die Positionsverteilungen sind im besten Fall unbedacht und im schlimmsten Fall bewusst manipulativ, sowohl dem Zuschauer als auch dem Teilnehmer gegenüber. Und ich bezweifle, dass Framing im GEZ-Fernsehen dem Zufall überlassen wird, denn wir erinnern uns doch alle noch an das ARD-Framing-Manual aus dem Jahre 2019, anhand dessen die Rundfunkgebühr auch künftig gut an die Öffentlichkeit verkauft werden sollte. Zweitens, Manipulation durch selektive Teilnehmerauswahl. Wenn da mal ein Protagonist aus den Altparteien, aber zufällig eben auch einer von der AfD zugegen wäre, dann könnte ich sagen, ist okay. Ist fair. Aber diese Aufstellung ist, wie gesagt, bewusste Manipulation durch politisch motivierte Selektion. Und auch die Ausflucht, dass AfD-Wähler oder Unterstützer sich nicht trauen würden, greift hier nicht wirklich. Mittlerweile gibt es genug mutige Menschen, die sich mit Namen und Gesicht zur AfD bekennen, als Wähler oder als Unterstützer, und beispielsweise meinen Kontakt habt ihr doch sowieso. Hinzu kommen noch die Schauspieler, die man hier nicht transparent als solche kennzeichnet. Auch das ist Manipulation des werten Zuschauers. Und zu guter Letzt, das meiste von dem, was sie an Pro-AfD-Standpunkten zulassen, ist bestenfalls Coach-Kritik an den Herrschenden, um die Massen zu beschwichtigen. Die AfD darf man also höchstens tolerieren, weil es sonst die Außendarstellung des Systems beschädigt. Also höchstens aus strategischen Gründen zum Vorteil der herrschenden Regierung und nicht aus inhaltlichen oder gar rechtlichen Gründen. Und damit entlarvt sich der GZ-Sender wieder einmal als Handlanger des bestehenden Parteienkartells und als Wasserträger der Regierung. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Beitrag einige Dinge klarstellen und ans Tageslicht fördern. Ich mache das gerne, es ist meine Leidenschaft, gegen Unrecht anzukämpfen, in dessen Natur liegt es allerdings auch, dass es mich Ressourcen kostet. Wenn ihr meine Inhalte schaut und gut findet, dann könnt ihr mein Tun gerne auch finanziell unterstützen. Entweder über eine Direktüberweisung, dafür findet ihr meine Bankverbindung in der Videobeschreibung, oder direkt über PayPal. Oder auch als Dauerunterstützer via Patreon oder als Kanalmitglied, da habt ihr noch den Vorteil, in den Genuss des Frühzugriffs auf manche meiner Videos zu kommen. Ich bin wahrscheinlich dieses Jahr noch einmal unterwegs mit meinem Change My Mind Tisch. Mal schauen, welche Städte diesmal auf dem Plan stehen. Abonniert Axo Ost West, sagt es gerne weiter und in diesem Sinne gerne bis zum nächsten Mal.